Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwert mit mir, dem Twankey. Ja, gestern war die Folge ein bisschen kürzer, einfach weil ich am Ende müde war. Es ist jetzt bei mir auch ein Tag später. Ihr seht das auch original so mit einem Tag später. Sind wir auf dem gleichen Stand. Ich habe jetzt Chimpep in meinem Team geholt, dafür habe ich Groldra weggelegt. Weil ich einfach alle drei Starter anfangs im Team haben will. Den werde ich jetzt auch hochboosten. Dafür habe ich ja diese wunderschönen Steine. Beziehungsweise die Bonbon. Gib ihn einfach alle 10 von den M-Dingern. Das müsste eigentlich reichen. Ist der direkt Level 33. Zweigstoß. Verhöhner brauche ich nicht. Rasierblatt nehme ich liebend gern. Für Verhöhner. Verhöhner mag ich einfach nicht. So, Kreideschrei braucht keine Sau. Abschlag kann nützlich sein. Hängt davon ab, wenn da irgendein Gegner mit Seegesang ist, dann kann das echt nützlich sein. Slam kommt auf jeden Fall rein. Slam ist ultra stark. Aufruhr? Nee, brauche ich nicht. Holzhammer. Holzhammer ist auch stark. Das weiß ich. Ja, Zweigstoß scheint nicht stark zu sein. Und jetzt kommt natürlich die Entwicklung, auf die ich gespannt bin. Ich hatte ja gesagt, dass ich alle drei Starter habe. Also bei mir war es wirklich vollkommen, dass offenbar, wenn ich nicht wähle. Jetzt wurde es zu einem Shinsteaks. Wird das zu einem Drummer? Je weder der Beat, der in einen Chimstick mit seinen zwei Schlägen erzeugt, desto mehr wird es von seinen Artgenossen respektiert. Okay. Du bist also ein Rockstar-Pokémon. Doppelschlag. Das war Doppelschlag nochmal. Das war, glaube ich, eine Unlicht-Attacke, ne? Nein. Die Attacke ist nicht besonders stark. So, und jetzt pushe ich dich auch noch auf Level 36 zusätzlich, kriegst du von mir 10 Dynamax. Wo habe ich? Ach ja, und du kriegst Überreste von mir. So, EP-Bonbons. 20 sollten reichen. Ja, ist sogar Level 37. Es ist schon wieder Aufruhr erlernen, da sage ich nochmals nein. Und dann kann es jetzt endlich mit der Folge richtig losgehen. Ich bin gespannt. Das wird echt ein Drummer. Es wurde zu einem Gortrom. Und wahrscheinlich ist auch so seine Pokémon-spezifische Attacke. Der ist Drummer-Pokémon, sage ich doch. Es wird ein Drummer. Es kontrolliert die Macht einer speziellen Baumstufe durch Trommeln. Im Kampf manipuliert es damit Wurzeln. Klingt interessant. Trommelschläge. Bestimmt eine Pflanzenattacke. Der Anwender kontrolliert durch Trommeln Wurzeln, die das Ziel angreifen und dessen Initiative senken. Rasierblatt hat eine hohe Volltrefferquote. Abschlag ist wertvoll. Ja komm, Rasierblatt. Und damit habe ich alle drei Starter. Auf Maximum. Also jetzt nicht Maximum Level. Ich könnte allerdings noch gucken, kann ich dem über die TMs noch irgendeine weitere anständige Attacke lehren. Ich könnte ihm Body Press lehren. Aber das mache ich, wenn nur... Ach, ich muss dafür erstmal alles überprüfen. Ich mache das offline. Ja, jetzt müssten wir hier, glaube ich, einfach den aus der letzten Folge folgen. Die sind hier reingegangen, da gehe ich jetzt auch mal rein. Ich habe das Gefühl, dass der Rose der Bösewicht aus dieser Region sein wird. Okay, ich guck mit dir drauf.
Okay, ich lausche dir gespannt. Okay, der Turm absorbiert Energie. Diese wird in unterirdischen Energiewerken zu Strom umgewandelt. Das wird dann wahrscheinlich weitergeleitet an all die Haushalte. Ja, Elektrizität, Gas, Wasser sind alles Energievorräte, die uns irgendwann wahrscheinlich sogar ausgehen werden. Aha, und diese Wundstände, die haben genügend Energie, um das auszuglatten. Okay. Olivia macht doch nicht immer so einen Stress. Oh, wo ist denn die Schatzkammer? Richtung Route 6, Route 6. Oh, da hinten ist Balduin, mit dem würde ich gerne noch mal reden. Der hat mir bei den anderen Dingen was gegeben. Ein Levelball. Oh. Das, wenn ich ein Level 600er Team habe, ist dieser Ball ultimativ. Diese Levelbälle, die sind so ultra wertvoll. Die verwende ich auch nur in speziellen Fällen. Okay, was hatte ich jetzt noch vor? Ach ja, ich wollte auf die Karte gucken, wo Route 6 ist. Links rum. Und dann geht es wahrscheinlich von hier aus nach Fair Belly. Schatzkammer, ist das irgendwas, was ich unterwegs finden muss? Dann kann ich hier oben lang. Da muss ich wahrscheinlich lang, wenn ich die Route hier abgeschlossen habe. Und danach muss ich wahrscheinlich hier einmal so rum. Hier dann, und hier einen bekämpfen und dann kann ich hier über die Bahn dann weiter. Okay, dann muss ich jetzt nach links. Ich werde heute keinen Orden schaffen, das sage ich euch jetzt schon. Aber ich gucke, dass ich Route 6 hier reinpacke und ich werde jetzt extra mal den Gortraum hier auf Platz 1 setzen, damit ich sein Trommelding sehen kann. Und ihr wollt es vielleicht auch sehen. Oh, da ist jemand, den kennen wir. Was will ich hier drin? Obwohl, hier steht nur einer mit dem Karategurt. Vielleicht hätte er irgendeine Kampftechnik für mich. Oh, du bist unglaublich stark. Ja, komm! Ich nehme die Herausforderung an. Bestimmt kriege ich irgendwas, wenn ich den besiege. Schwarzgurt. Baumwoll. Ich bin ganz ehrlich, ich habe was anderes erwartet. Er stellt extra nochmal das... Du willst stark sein. Du bist Level 2. Trommelschläge. Okay, das sah jetzt nicht so krass aus. Ach, ich krieg einen Fokusgurt von dem. What the fuck? Wieso hat der mir jetzt so extrem gezogen? Abschlag. Hau dir das Ding mal von der Rübe. Das war ja ein läppischer Kampf. Okay. Das war lame, aber ich kriege höchstwahrscheinlich einen Fokuscode dafür. Aber ich verstehe nicht, wie ein Level 2 Pokémon ein Level 37er so viel ziehen konnte. Das macht keinen Sinn. Das ergibt absolut keinen Sinn. Jetzt muss ich mein Pokémon erstmal heilen. So, und jetzt du. Kann ich endlich einen Kampf mit dir haben, mit Deleon? Ja, ich sammle fleißig Orden. Nein. Ich weiß Bescheid, aber ihr solltet sich nicht drüber Gedanken machen. Er hat ja gegen mich schon öfters verloren. Ja, das ist ein guter Ratschlag.
kriegst auch noch Ärger von der. Roy? Okay. Kurz vor Route 6 befindet sich eine Schatzkammer. Was befindet sich in dieser Schatzkammer? Ich will es jetzt wissen. Vor allen Dingen würde ich eigentlich gerne diese Stadt erkunden. Oh, hier kann ich Klamotten kaufen. Kann ich hier eigentlich auch anpassen? Oh, eine Trainingsjacke. Könnte hier richtig coole Klamotten kaufen. Ich setze mir keine Mütze auf. Die geht verloren. So, ich will mal gucken, ob ich hier die Uniform austauschen kann. Wasseruniform. So, jetzt habe ich die Wasseruniform an, wenn ich in der Arena bin. Ja, ich will sie aktualisieren. Aber ich will nicht in der rumlaufen. Oder soll ich? Ach komm, laufe ich heute mal damit rum. Da muss ich mich auch nicht immer extra umziehen. So kann ich ein bisschen Zeit sparen. Keine Ahnung, was das ist. Oh, hier wäre nochmal so ein Haarsalon. Aber ich denke mal nicht, dass der mir unbedingt einen anderen tollen Haarschnitt geben kann. Den ich auch wirklich gerne hätte. Tja, die Frauen lassen halt gerne auf sich warten. Du bist wahrscheinlich Roy, oder? Ja. Komm. Ja, genau, das ist mein Name. Ja. Ich brauche erstmal 7 Orden. Ich will nur zur Schatzkammer. Gerne! Ich folge dir. Mich interessiert wahnsinnig brennend, wie die Geschichte von Galar aussieht. Och, das ist ja nett. Das ist auf jeden Fall der stärkste Arena-Leiter, dann wenn ich erst 7 Orden brauche. Okay. Ja, werde ich direkt hingehen. Gespannt. Hier muss doch irgendwas richtig Cooles sein. Ich hatte gerade ganz kurz den gelben Ball gesehen, deswegen dachte ich, da liegt was und ich lag richtig. Aber Charme. Warum kriegt man manchmal so beschissene TMs im Spiel? Keiner benutzt die. Oh, hallo Sanja. Ja, da bin ich. Ja, das an der Wand sieht echt unglaublich aus. Das beschreibt die Dynamax-Transformation. Okay. Ein Schwert und ein Schild bieten dem Einhalt. Und daraufhin sind das Könige geworden. Okay. Ich dachte, es gab nur einen Helm. Also, es gibt ja auch nur eine Heldenstatue. Gute Frage. Also die Geschichte sieht auf jeden Fall interessant aus von Galar. Oh, was? 2 Beleber schon wieder. Ja, ich habe aber trotzdem noch die Challenges, dass ich gar keine Beleber einsetzen darf. Also zumindest in Arenen auf Ebene darf ich. Aber ist das jetzt wirklich alles? Oder kann ich hier auch noch durch? Nee, kann ich nicht. Das war's offenbar. Dann kann ich ja wieder zur Route 6.
Snarroy. Ich werde der nächste Held. Glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, schon klar. Ich bin noch lange nicht stark genug. Obwohl, eigentlich könnte ich ihn schon besiegen. Nach der Folge werde ich auch wieder haufenweise Dino Raids machen. Oh, die winkt mir. Okay. Ich dachte, sie winkt mir. Shadowloss gegen Rehorn. Wer gewinnt? Fight! Go! Okay, dann eben nicht. Da unten liegt doch schon wieder irgendwas. Ach, Kombi-Attacken. Ja, das könnten die Starter lernen. Ich weiß schon genau, wovon hier die Rede ist. Das sind diese Säulen-Attacken. Beziehungsweise, es gibt auch noch Kreuzfeuer und Kreuzdonner bei Reshiram und Zekrom. Ah. Das habe ich auch schon bei einem Dino Raid bekommen. Oh, das ist aber wirklich knuffig. Bitte lasst es in Frieden. Ja, bloß keinen Kampf. Ich will, dass es schlafen kann. Ja, das kleine Salange will ich nicht wecken. Ach komm, warten wir. Na gut, wenn es nicht anders geht. Naja, Team Gel, also das Team von dieser Region, scheint nicht so schlecht zu sein. Sie wollen, dass es da lange schlafen kann. Das ist nett von denen. Okay, ich habe hier eigentlich einen Typen Nachteil. Slam! Was wird's mit Offenlegung? Ich habe keine Schutzschildattacke. Oh, scheiße, daneben. Ey, jetzt kommt, ich reine genau das. Ja, ich überreine genau das, was er mir antut. Der kann mir keinen Schaden machen, vom Prinzip. Wieso verfehle ich? Kann ich mal treffen? Bitte? Komm, noch einmal Slam, jetzt triff endlich. Das ist ein kleines Gunkabu. Das müsstest du eigentlich treffen können. Okay. Gortrom braucht eine Runde Zielwasser. Es verfehlt einfach dreimal hintereinander. Ich nehme jetzt ein anderes Pokémon, weil mir das auf dem Keks steht, dass es nicht treffen kann. Ach komm, nämlich Kramor, der ist gegen die Giftattacken immun. Weil Gift-Pokémon sind machtlos gegen Stahl. Anspannung. Ja, jetzt kannst du nichts mehr essen, ne? Dachtest du, das macht mir Schaden? Dachtest du das wirklich? Ja, komm. Stahlflügel. Finalschlag. Aua. Wieso hat der scheiß viel Finalschlag? Das ist schmerzhaft. Und ja, Leute, ich weiß, dass ich so overpowered bin. Ich weiß es nur zu gut. Ich hab's mit dem Dino Raid übertrieben.
Aber ich will ja nur die Bonbons bereithalten, damit ich andere Pokémons hochbuchen kann. Das werde ich jetzt bei meinem Hauptteam nicht mehr machen. Flicker! Du hast einen Bodycheck? Bist du dumm? Du merkst schon, dass ich stärker als du bin und mach einen Bodycheck. Irgendwann geht's ja wohl nicht. Wir wollen das Salanga ja auch nicht wecken. Hopp. Sei doch mal ein bisschen positiv. Irgendwas macht ihn komplett fertig. Dafür muss ich erstmal ein bisschen trommeln. Du brauchst nicht. Ich treffe eh nicht. Ein Pokémon ist unfähig zu treffen. Wenn ich kann, will ich die Genauigkeit erhöhen. Hey, ihr wolltet mich nicht durchlassen. Brauchst mich nicht direkt als Nervensäcke ansehen. Kann ich denn weiter schlafen? Ja, aber du musst deswegen nicht so depri sein. Ach so. Hallo? Du musst an dich glauben. Och nein. Jetzt habe ich es aufgeweckt. Naja, Hopp hat es aufgeweckt. Ja, hallo, wer bist du denn? Achso, du bist wahrscheinlich der nächste Arena-Leiter. Oder einer, der noch kommen soll. Also 6. oder 7. könntest du vielleicht auch sein. Auf jeden Fall mal auf die Karte gucken, die sie mir gegeben hat. Weiterlaufen werde ich höchstwahrscheinlich jetzt nicht, aber ich will mir die Liga-Karte von dem Aim ansehen. Wenn ich dann dabei bin, vielleicht auch von Roy. Popela ist die älteste Arena-Leiterin in der Galar-Region. Sie ist die Nachfolgerin ihrer Mutter und verteidigt ihren Posten nun schon seit 70 Jahren. Doch nach eigenem Ermessen ist sie an ihre Grenzen gestoßen und sucht derzeit händeringend nach einem Nachfolger. Sie gibt an, aus dem Grund so knifflige Rätselfragen zu stellen, weil sie davon überzeugt ist, bla bla bla. Und er ist der allerbeste einfach von denen. Oh, Meister im Umgang mit Wettereffekten. Also könnte er vielleicht mit einem Formio kämpfen. Okay. Vom Sunny habe ich natürlich auch die Karte. Falls ihr mal sehen wollt, wie der aussieht. Das ist seine Karte. Auf jeden Fall mache ich hier jetzt für heute Schluss. Genau an diesem Punkt hier. Da wo ich stehe, da werde ich beim nächsten Mal weitermachen. Speichere hier jetzt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao Leute und bis dann.